Das Wort Magie entstand so. Früher, vor sehr langer Zeit, gab es einen Stamm der persischen Meder namens Magoi. Sie befassten sich mit Dingen wie Wahrsagerei, Traumdeutung und Astrologie. Später wurde der Begriff Magoi dann einfach so weit auf Träger, die sich mit solchen Dingen befassten, ausgedehnt, dass das Wort Magier daraus entstand und die damit verbundene Magie. Es gibt viele Theorien, wo genau die Magie zuerst entdeckt wurde. Fakt jedoch ist, dass die ersten Anzeichen von Magie schon sehr früh bei den Sumerern, Babyloniern, Ägyptern, aber auch schon bei den Höhlenmenschen mittels Höhlenmalerei entdeckt wurde. Später wurde in allen Kulturen Magie gefunden. Bei den Griechen, den Römern, den Kelten, die Germanen, die Maya, die Indianer, in China und in Indien. Auch im Mittelalter wurde diverse Magie praktiziert, jedoch wurden die Verantwortlichen der Hexerei angeklagt und meist auf den Scheiterhaufen verbrannt. In Asien jedoch durfte die Magie offen praktiziert werden. In der Bibel galt Magie natürlich als Schandtat und völlig unmoralisch. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Exodus, Altes Testament 22. Damit wurden früher die Hexenverbrennungen gerechtfertigt und waren somit völlig legal. Selbst Frauen, die sich einfach nur sehr gut mit Kräutern auskannten und kranke Leute dadurch heilten, wurden der Hexerei beschuldigt und verbrannt. Um eine Hexe zu überführen, wurden völlig dumme und vernichtende Methoden gefunden, auch Hexenproben oder Gottesurteil genannt. Wie zum Beispiel die Feuerprobe. Angeklagte mussten barfuß über heiße Kohle gehen. Nach 3 Tagen wurden die Füße begutachtet. Waren diese verletzt, war sie schuldig. Waren sie nicht verletzt, unschuldig. Die Proben wurden jedoch so gemacht, dass die Angeklagte entweder schuldig war, da die Proben meist nicht zu bestehen waren, oder aber an den Proben, unschuldig, aber in Frieden und mit Gott, starben. Zum Glück ist dem heute nicht mehr so und jeder hat die freie Wahl seiner Religion oder seines Glaubens. Magie umfasst im großen Sinne unter anderem Astrologie, Alchemie, Divination, Zauberei, Umgang mit Geistern und vieles, vieles mehr. Auszuführen mit Hilfe von Ritualen, Beschwörungen etc. Jedoch muss man nicht alle diese Dinge ausführen, beherrschen oder sich für alles interessieren. Es gibt Magierhexen, die kennen sich besser mit Alchemie aus und können dafür schlecht Handlesen oder ähnliches. Doch man sollte, auch wenn man einiges nicht gut beherrscht, dennoch über alles Bescheid wissen. Man lernt nie aus. Wissen ist groß und endet nie.